Willkommen zurück in unser allzu bekannten und nochmal. Willkommen zurück zu unserer beliebten Reihe. Wir testen irgendwelche Gratis-Demos auf Steam, wo die meistens eigentlich nur Müll sind. Nein, Spaß. Heute habe ich mal herausgesucht für uns IMNR Traffic Controller. Das Spiel ist wohl aus China oder so. Hat sehr positive Bewertungen. Allerdings kostet das Spiel 55 Euro. Wir gucken mal rein, ne? So, da sind wir auch schon drin im IMNR Traffic Controller Nummer 4. Einstellungen gibt's keine. Das zeichnet einfach mal wieder ein gutes Spiel aus. Oh Gott, ich hatte das Gefühl, dass ich wieder sehr viel wertvolle Lebenszeit verschwenden werde. Aber egal, wir gucken mal rein. So, ja, Tutorial ist auch nicht so viel. Ist auch, ja, scheißegal, ne? Ich denke mal, wir müssen da draufklicken. Machen wir mal. Können ja alle sehr gut Englisch, ne? Englisch skills are our thing. Okay, interessantes Spiel, das nicht mal im Vollbild bleiben kann. In this game you are responsible for... Ja. Boah, geile Musik hier. Junge, kann ich dieses Fenster mal bitte größer ziehen? Das ist ja furchtbar. Use the mouse flick to take a look. Ja, das habe ich jetzt verstanden. Ja, ha. Was ist das denn? Erst wenn man das loslässt, wird das registriert? Was? Warum denn das? Ja, Start. Look for red. Alter, ich habe doch keine Ahnung. Switch the radar to the ground. The aircraft that is ready to depart will ask the crawler via the delivery. Give ATC clearance. Entschuldigung, was genau muss ich jetzt hier machen? Hallo, wo ist das Tutorial hier? Ah, dieses Englisch, dieses chinesische Englisch ist sehr schön. So, jetzt wird das hier genau gezeigt. Also, wenn das die Grafik vom Flight Simulator 2020 wäre, dann wäre das aber, huf. Flick the screen and take a look at the aircraft. Ja, ich sehe das Spiel, ich sehe jetzt das. Boah, das ist das erste registriert, wenn man loslässt. Warum? Ja, dass die zwei Sichtpunkte different sind, weiß ich ja. Sonst wären da nicht zwei unterschiedliche Diff-Punkte. Alter Junge, wer hat denn den Tutorial-Schreiber schon wieder da für Unterhalt bezahlt? Unterhalt? Ach, ich kann... Bubble. Viel zu warm zum anständig sprechen. Ja, so. Jetzt das Red 135. Wenn da steht, please note steht, ich werde mir gar nichts aufschreiben. Alter, als ob ich da jetzt zuhöre. Das kann sich eine Wundernondotologia Tower senden, da keine Ahnung was. Ich meine, klar, es ist natürlich ein schon sehr großes logistisches Netz, dass ein Flughafen so reibungslos funktioniert. Und ich finde es auch immer wieder beeindruckend, dass ein Flughafen... Das heißt, da alles so gemanagt wird, da müssen schlaue Leute schlaue Konzepte sich überlegt haben, aber es wird irgendwie gerade von dem Spiel nicht so spannend vermittelt. Ja, mache ich doch jetzt. Kann ja nicht, weißt du, kann ja nicht das bitte schon anzeigen, während man das liest. Du musst immer jetzt da die 15 Sekunden warten, bis sie dir das mal anzeigt. Ja, mache ich jetzt auch. Take off now. So, willkommen an Bord des Blue 563 nach Frankfurt-Stuttgart. Frankfurt-Stuttgart? Ah ja. Von Tokio nach Frankfurt-Stuttgart. Wer kennt's nicht? Ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie haben einen angenehmen Flug und genießen Ihre Reise. Unser Flugzeug wird sich gleich auf die Take-Off-Bahn 34R begeben, wovon wir dann starten werden. Unsere Startgeschwindigkeit beträgt ungefähr 2000 km/h. Es könnte also gemütlich werden. Getränkeservice bieten wir auch an, ist aber schweineteuer, würde ich Ihnen also darauf abraten. Das war es eigentlich auch schon. Ich bin Captain Squoggy und im Namen der Crew wünsche ich Ihnen eine angenehme Reise. Nicht. Alter, dieses Spiel ist auch nur darin, irgendwas zuzuschauen, Junge. Oh. Ach stimmt, ist das nicht hier in Tokio dieser Flughafen da, der irgendwie da
Der wurde doch irgendwie aus dem Meer künstlich da aufgeschifft, wisst ihr, hier, so wie hier da, so künstliche Inseln. Ach, das war schon der neue Flughafen oder was? Ach, keine Ahnung, guck mal, warte mal hier. Hier, das ist doch dieser künstliche Flughafen, der da so künstlich aufgeschlüffelt wurde. Ja, hier Radarkontakt. Ja, da. Der Flughafen ist größer als das ganze Bezirk hier. Aber wir sind fertig. Oh, das war echt spannend. Also. Boah, die Musik ist aber, die fetzt richtig. Also da kriegst du richtig hier Lust drauf. Ja. Aber natürlich doch. Ja. Bitte, schmeiß es einfach weg. Einfach wegschmeißen, das Ding. Das kannst du einfach für nichts anderes verwenden. So, zack, und wieder eine Sorge weniger. Und jetzt nochmal zum Mitschreiben, ne? Das Ding kostet 55 Euro. 55 Euro! Lesen wir erstmal Sepp hat Rezension. Ist ein schönes Spiel, man kann sich gut erholen und einfach sich konzentrieren. Das ist doch kein Erholungsspiel! Manche Stufen sind sehr leicht, aber werden dann schwerer von Stufe zu Stufe. Also ich würde das Spiel auf jeden Fall empfehlen. 120 Stunden? 120 Stunden hat er das gespielt, Alter! Was hat er denn da gemacht? Das Spiel ist klasse, mit den echten Fluggesellschaften wäre noch perfekter. Und der hat auch 88,5 gespielt. What I've been ready so... Has never been published. Ja, warum schreibst du denn auf Englisch? Schreib doch auf Deutsch, Alter. Meine. Ja, wir halten fest, das ist ein sehr tolles Spiel. Ich weiß nicht, wo das auch nur ansatzweise 55 Euro wert ist, ja? Vielleicht muss man da auch irgendwie dieser total Flug-Simulationsserie drin sein. Aber Leute, der Flight Simulator macht doch auch Spaß. Und der kostet gerade mal nur 10 Euro mehr oder so. Ja, das war wieder eine sehr schöne Verschwendung meiner wertvollen Zeit. Naja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich nämlich nicht. Ist aber auch egal, ne? Ne, Leute, mal im Ernst. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Wenn es wieder gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Und dann wünsche ich noch einen traumhaften Tag. Bis denn dann, liebe Freunde. Macht's gut. Ciao.